Hey, ihr da drin, ihr könnt nicht entkommen. Wenn ihr nicht in 10 Sekunden draußen seid, wird scharf geschossen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eure letzte Chance. Okay, Feuer frei, Leute. Monsieur Hercule Poirot ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat der türkischen Regierung einen großen Dienst von internationaler Bedeutung erwiesen. Nun wurde er vom Premierminister persönlich aufgefordert, sofort nach Großbritannien zurückzukehren. Erst gestern Abend habe ich, Marcel Buss, noch mit ihm gespeist und meinem Freund im heutigen Zug einen Platz zugesichert. Ich vertraue Ihnen Monsieur Poirot an, Mademoiselle Marceau. Beschaffen Sie ihm ein Abteil mit höchstem Komfort und erfüllen Sie ihm seine Wünsche. Ich verlasse mich auf Sie. Wenn Sie sich bewähren, werde ich über Ihr Beförderungsgesuch, das Sie mir jede Woche vorlegen, nachdenken. Falls Sie versagen, dürfen Sie sich die restliche Zeit, die Sie noch bei mir tätig sind, als Bürogehilfin vergnügen. Monsieur Poirot. Na schön, Antoinette. Das ist die Chance, auf die du so lange gewartet hast. Du hast dein Schicksal selbst in der Hand. Monsieur Poirot? Kübel mit getrockneten Feigen, Aprikosen, Datteln, Rosinen und Maulbeeren. Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Dieser Dummkopf versucht mir ein minderwertiges Hackebeil zu verkaufen. Sagen Sie ihm, welches das bessere Hackebeil ist. Das Hackebeil in ihrer linken Hand. Ah, wenigstens eine, die deutschen Edelstahl erkennt, wenn sie ihn sieht. Feine, handgewebte Läufer und Teppiche. Sie sehen aus, als ob sie gleich wie Aladins märchenhafter Teppich losfliegen könnten. Feine, handgewebte Läufer und Teppiche. Monsieur Poirot? Fässer voll mit Olivenöl, Melasse und eingelegten Früchten. Was frisst diese Ziege? Kisten mit Tee aus der Türkei und Ceylon, Kräutertees und kräftigem dunklen türkischen Kaffee. Es ist kaum zu glauben, dass ein so erstaunliches Gebäude als Bahnhof dient. Daneben verblasst der Gare du Nord völlig. Jedes Mal, wenn ich den Bahnhof Sirkeci sehe, verschlägt mir seine Schönheit den Atem. Monsieur Poirot? Hören Sie, Foscarelli, ich bin viel gereist. Ich sage Ihnen, Fliesen aus Kütahya sind die schönsten in der Türkei.
Und ich sage Ihnen, dass es die Fliesen aus Isnik sind. Das sind die ältesten und schönsten im Osmanischen Reich. Sicher, sie sind ziemlich beeindruckend, aber die Kütahya-Fliesen sind schöner. Ich bin sicher, dass hier im Bazar welche verkauft werden, die das bestätigen würden. Gentlemen, bitte, darf ich durch? Was haben wir denn hier? Junge Dame, klären Sie die Streitfrage. Sie kennen doch die berühmten Keramikfliesen. Ja, natürlich. Ich wohne in Istanbul, aber... Wir müssen hier auf den Gepäckträger warten. Besorgen Sie uns eine Fliese aus Kütahya. Und eine aus Isnik. Leihen Sie sich welche aus. Sie müssen sie nicht kaufen. Was fällt Ihnen ein, mich um so etwas zu bitten? Es geht ums Prinzip, Miss. Dafür habe ich keine Zeit. Dann erlauben Sie uns, die Diskussion ohne Sie fortzusetzen. Kisten mit Tee aus der Türkei und Ceylon, Kräutertees und kräftigem dunklen türkischen Kaffee. An diesem Marktstand werden handbemalte Schalen aus Isnik angeboten. Der Händler scheint den Mann neben mir genau zu beobachten. Tja, das werde ich mir kurz ausleihen, aber ich muss es schnell zurückbringen. Töpferwaren und Artefakte aus Mesopotamien, Indien und anderswo. Allerdings habe ich gehört, dass manche Gegenstände von den Einheimischen gefertigte Dutzendware sind, die an Touristen als echte Schätze verkauft werden. Töpferwaren und Artefakte, einige davon zweifelhaften Ursprungs. Tja, das werde ich mir kurz ausleihen, aber ich muss es schnell zurückbringen. Sie kommt zurück. Vielleicht können wir es jetzt klären. Haben Sie uns eine Fliese aus Kütahya mitgebracht? Oder eine aus Isnik? Hier sind beide. Ich bevorzuge Isnik für den traditionellen dekorativen Gebrauch in der Architektur und Kütahya für Teller und Schalen. Aber beide sind wunderbar. Sie hat natürlich recht. Die Verarbeitung ist bei beiden hervorragend. Sie kennt sich aus, muss ich sagen. Danke, junge Dame. Jetzt können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Zum Beispiel den Brunnen, über die wir vorhin sprachen. Kübel mit getrockneten Feigen, Aprikosen, Datteln, Rosinen und Maulbeeren. Ich weiß nicht genau, was in diesen Kisten ist. Monsieur Perrault? Vorsicht, Fräulein! Wissen Sie nicht, dass das die Fürstin Dragomirov ist? Beruhigen Sie sich, Schmidt. So zerbrechlich bin ich nun auch nicht. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin in großer Eile. Ihre Durchlaucht hat ihren Sonnenschirm verloren. Wir suchen danach. Um sie vor der Sonne zu schützen, wissen Sie. Sie kann bestimmt irgendwo in der Nähe einen anderen kaufen. Einen für eine Fürstin passenden Sonnenschirm? Hier? Wohl kaum. Ich flehe Sie an, Fürstin. Lassen Sie mich bitte vorbei. Haben Sie zufällig meinen Sonnenschirm gesehen? Ich habe ihn verloren. Ich weiß nicht, wo ich ihn stehen gelassen habe. Tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen. Könnten Sie uns helfen, danach zu suchen? Ich bin nicht mehr so beweglich wie früher.
Und Schmidt regt sich lieber auf, statt danach zu suchen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ist das vielleicht der Sonnenschirm? Aber ja! Dankeschön, Fräulein. Wenn es eurer Durchlaucht recht ist, wir sollten jetzt in den Zug einsteigen. Ich muss noch ein Armband gegen meine Arthritis kaufen, Schmidt. Es bleibt noch viel Zeit bis zur Abfahrt. Lassen Sie diese hilfsbereite junge Dame vorbei. Kübel mit getrockneten Feigen, Aprikosen, Datteln, Rosinen und Maulbeeren. In dem Sack ist bestimmt Getreide. Oh, bitte, europäisches Fräulein. Ich muss den Zug erreichen. Den Zug nach Calais, aber ich bin hier so orientierungslos. Die Hitze, die ausländischen Menschen, Ich bete für einen Wegweiser, aber ich weiß, das ist frivol und schwach und Gott erhört solche Gebete nicht. Wenn Sie mitkommen, bringe ich Sie in den Zug. Oh, danke. Sie sind meine Wegweiserin, die Gott an mich sendet. Ja, bringen Sie mich in den Zug, bitte. Ich darf den Zug nicht verpassen, der Istanbul an diesem Tag verlässt? Ich bin Greta Olsen, Hausmutter in kleine missionarische Schule, nahe vom Hafen von Gemlik. Ich sorge für die Kinder, die haben ihren Weg verloren. Der Haupteingang des Bahnhofs Sirkeci. Jedes Mal, wenn ich durch diese Türen gehe, höre ich den Ruf des Abenteuers. Hector, achten Sie darauf, dass die Statue vor der Abfahrt sicher verstaut wird. Ja, Mr. Ratchet. An wen verkaufen die diese Keramiken? Touristen, nehme ich an. Na gut, wenigstens sieht der Staub authentisch aus. Entschuldigen Sie uns bitte. Na hallo. Bitte uns nicht aufzuhalten. Der Zug wird ohne mich abfahren. Französin, oder? Reisen Sie mit uns heute Abend? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Kein Grund, so hochnäsig zu werden, Lady. Gemeinsame Reisende und so weiter. Ich wollte Sie nur kennenlernen. Ich muss doch bitten. Lassen Sie uns vorbei. Bitten Sie ruhig weiter. Dieser stürmische Blick gefällt mir. Mr. Ratchet. Hat da was gequiekt? Muss ich die Polizei holen? Nein, dazu besteht kein Grund. Wir sehen uns bestimmt wieder.
Sirkeci ist mehr als ein Bahnhof. Er ist das reinste Kunstwerk. Der Marmorboden zeigt trotz der vielen tausend Passagiere kaum Abnutzungserscheinungen. Gekrönte Häupter, Reiche, die Berühmten und Berüchtigten, alle sind sie durch diese Hallen gewandelt. Mary? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Wenn alles vorbei ist. Wenn wir es hinter uns haben. Dann. Na, worauf warten Sie? Lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten. Die Fahrkarte bitte. Ohne Fahrkarte darf niemand einsteigen. Ich muss nach meinen Sachen sehen. Alles, es geht verloren. Plakate mit Istanbuls Attraktionen heißen ankommende Reisende willkommen. Ich habe so schnell gepackt. Hoffentlich habe ich an alles gedacht. Das Gepäck der Passagiere. Ich muss gestehen, ich wollte schon immer mal einen Blick hineinwerfen, um das Leben der Mitreisenden zu teilen. Aber ich bezweifle, dass ich dazu je die Gelegenheit haben werde. Vorräte für den Zug, damit die Passagiere in gewohntem Luxus reisen können. Aber ich muss heute Abend nach London. Es ist von größter Wichtigkeit. Mein Freund Monsieur Bouss, Direktor der Eisenbahn, hat mir ein Abteil im Kurswagen Calais zugesichert. Tut mir leid, Monsieur. Es ist unglaublich. Es ist Nebensaison, doch alle Welt will heute Abend fahren. Es ist kein einziges Abteil frei. Pardon, Monsieur. Ich bin Antoinette Marceau vom Istanbuler Büro. Geht es Ihnen gut, Mademoiselle Marceau? Sie sind ganz errötet und außer Atem. Mir geht es bestens. Es war etwas schwierig, den Zug zu erreichen. Aber er steht doch noch. Mademoiselle, sagen Sie bitte dem Herrn, dass der Kurswagen Calais voll ist. Wie ist Ihr Name? Pierre Michel, Mademoiselle. Ich habe Ihren Namen auf Berichten gesehen. Sie gelten bei der Gesellschaft als äußerst zuverlässig. Danke, Mademoiselle Marceau. Ich bemühe mich immer, meinen Passagieren stets zu dienen. Dann bemühen Sie sich jetzt, Pierre. Vielleicht könnte Monsieur für den Anfang seiner Reise im Salonwagen sitzen. Wir müssen ein Abteil für Monsieur Poirot finden. Mademoiselle, wenn ich ein zusätzliches Abteil herzaubern könnte, würde ich es tun. Zeigen Sie mir bitte Ihre Passagierliste. Ich habe einen Plan des Kurswagens Calais mit allen Passagieren extra angefertigt. Sie können ihn gerne haben. Wie Sie sehen, ist jedes Abteil besetzt. Es gibt noch freie Betten. Nur zwei. Im Abteil von Mr. McQueen, der nur eines gebucht hat, und in Mademoiselle Olsons Abteil, wobei ich kaum glaube, dass Monsieur Poirot... Non merci. Nichts läge mir ferner. Natürlich. Geben Sie Monsieur Poirot bitte Abteil 16. Es ist besetzt, Mademoiselle. Aber Abteil 16 wird immer für solche Notfälle reserviert. Nichtsdestotrotz. Heute Abend ist es von einem amerikanischen Herrn besetzt. Von einem Monsieur Hartman. Das hört sich nach einem Mann an, der nicht mit sich spaßen lässt. Au revoir, Monsieur.
Monsieur Poirot, ich stehe zu Ihren Diensten. Sie kennen Poirot? Wer kennt den berühmtesten Detektiv der Welt nicht? Sehr liebenswürdig von Ihnen, Mademoiselle. Das Verbrechen ist meine Leidenschaft. Darüber zu lesen, hoffe ich. Nicht zu begehen. Oh nein, darüber zu lesen. Das Sammeln von Hinweisen, das Befragen der Verdächtigen. Also das, was die Amerikaner Beinarbeit nennen. Ich glaube, es heißt Laufarbeit, Monsieur. Wie Sie meinen. Ich bevorzuge die Ermittlungsarbeit, die hier stattfindet, in den kleinen grauen Zellen. In meinem Tagebuch habe ich viele Berichte über Ihre Fälle. Das geheimnisvolle Verbrechen in Styles, der Tod des Unternehmers Roger Ackroyd, der Mord an Lord Edgewell. Pardon, ich schwafel. Geben Sie Monsieur Poirot mein Abteil. Ich werde es mir im Salonwagen bequem machen. Mademoiselle, davon will Poirot nichts hören. Ich bestehe darauf. Ich werde die Eisenbahngesellschaft nicht in Verlegenheit bringen. Wenn ich Sie schon ausquartieren muss, sollen Sie wenigstens das Abteil mit Mademoiselle Olsen teilen. Sie wird sicher nichts dagegen haben, wenn sie von ihrem Opfer erfährt. Nein, wirklich. Das ist nicht notwendig. Poirot hat gesprochen. Die Sache ist erledigt. Ich werde sofort mit der Dame sprechen.